scheiß auf den Rap-Touristen. Ich hab Bock, Lukas Hanke wegzuficken mit Nines, die hässlich sitzen wie bei deiner Mom, die hängen titten. Deine Misere hat das Leben begonnen. Du wünschst, ich hätte nur den Wind aus den Segeln genommen. Ey, oh Lukas, sofort zu Chris und Mace, wenn du jetzt raus bist, du wolltest nicht erste Runde fliegen. Doch hast es dir so ausgesucht, jetzt wird der Arzt verarscht. Ich mach das Job zum Scrubs, du bist zwar nicht JD, trotzdem kriegt der Dr. Cox. Der Homofeind nutzt Wörter wie Felgen und Schmuchten, doch sieht man niemand mit Boran, Grace und Anatomy gucken. In meinen Augen bloß ein dummes Opfer. Und nur weil du ein Autist bist du noch lange nicht so gut, Doktor. Du hast uns da amtlich gedisst, als ob sich interessiert hat. Du siehst nicht aus wie ein Arzt, nur wie Verkäufer von Firmen. Und höchstens wenn du anfängst in den Spiegel zu glotzen, wirst du zum Gynäkologen, denn du siehst immer nur Fotze. Ey, du bist das, was man meint, wenn man zu wem Allmann sagt. So ein lauchiger Deutscher, Lukas, das ist kein Spaß. Deine Quali wirkt auf mich wie ein gutes Meme. Du guckst die ganz runden und denkst an Suizid, was ist das? Risiken und Nebenwirkungen, lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt und Apotheker. Ich glaub kaum, dass du einen hypokratischen Neid abgelegt hast. Du verschreibst dich höchstens bei den Zeilen von Sunny und Kollege, ey. Für Risiken und Nebenwirkungen, lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt und Apotheker. Ich glaub kaum, dass du einen hypokratischen Neid abgelegt hast. Du verschreibst dich höchstens bei den Zeilen von Sunny und Kollege, ey. Ja, ja, ja. Ich habe Modedesigner für meine Oversize-Kleider. Ja, wenn du meinst, ich kann's mir leisten. Ich bin sowas und reich, Mann, und Weltbrot wie du könnte ich den Neider ja schon verstehen. Wenn deine Hungerhakenarmen als Kleidercontainer gehen. Kleider machen Leute, heißt du bleibst für immer ein Niemand. Hast dich mal ein Branding von vielen auf den Second-Hand-Sneakers. Ey, dieser peinliche Pisser trägt die Kleidung seiner kleinen Geschwister. Erzähl mir nicht, dass du eine alte gefickt hast. So wie du aussiehst, ist so Vorsitzender im Jungfrauenclub. So ein Typ, der hofft, dass meine Frau in seinem Unkraut zupft. Du bist der lebende Wunsch, dass Sex noch hast, kein bares Gehur. Du Bastard, gehst du in den Puff, um deine Mann zu besuchen. Und hat Lukas einen gemeinsamen Mann mit Frau. Sitzen die da auf der Couch, nur um Star Wars zu schauen. Da wird sich gar nichts getraut. Von wegen, du hast eine Frau gebankt, Morgana, Lukas, Roe. Die ungefickten schreien am lautesten. Für Risiken und Nebenwirkungen, lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt und Apotheker. Ich glaub kaum, dass du einen hypokratischen Neid abgelegt hast. Du verschreibst dich höchstens bei den Zeilen von Sunny und Kollege, ey. Für Risiken und Nebenwirkungen, lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren Arzt und Apotheker. Ich glaub kaum, dass du einen hypokratischen Neid abgelegt hast. Du verschreibst dich höchstens bei den Zeilen von Sunny und Kollege, ey. Ich bin für Dr. Lukas Frank. Ich glaub, der gewinnt das. Du brauchst Special Effekte zum Kaschieren deiner Wackness. Doch da brauch es etwas mehr, als dich ins X-Wing zu setzen. Und kommst du mir mit Star Wars, schreib ich halt den Part mit links. Mach mir keinen auf Skywalker, du bist Jar Jar Binks. Du hast ein Talent, Wörter aneinander zu reimen. Hattest ein paar geile Zeilen, nur waren das gar nicht deine. Die waren von Kolo oder Sunny auf nem Beat von Jake von Crack. Style von Basti, Stimme Effer. Junge, was ist an dir ex? Das ist alles fake. Bloß ein Image, das du dir auferlegst. Werbe bitte Geld an, um den Clown zu sehen. Und sei mal ehrlich, Lukas, wo durftest du denn mal was vorrappen? Außer in der Schule oder auf Dorffesten. Bin seit einigen Jahren in Battles unterwegs. One-on-one, Freestyle-Sessions hab ich jeden Stand zerlegt. Brauchst mir keinen Scheiß erzählen. Aber sag mal, Lukas, bist du auch noch Rapper, wenn du deinen Kittel nicht mehr trägst, ha? Rap-Ding Cypher One, jetzt gibt's keinen Kommen, wenn du siehst, wie wir über die Beats brettern.